Denken Sie sich, ja, ist okay. Drive Select Sport? Genau. Das war, ja. Aber der ballert gar nicht, ne? Nee, stimmt. Aber gerade hat er einmal geballert, als du den. Ja, hab ich auch gehört. Warte. Oh, wir waren auf Comfort. So, jetzt kommt nämlich hier Musik. Aha. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Runde weiterfahren. Ja. Stehe. Serie ist auch nicht scheiße, ne? Klar, geil. Olum, was ist das? Woo-hoo!
Abfahrt. So, jetzt kommt der Pi, Golf 4R32 aus. Traum meiner Jugend ist das. Dieser Klang ist der Traum meiner Jugend. Aber jetzt machen wir erstmal laut. Mein Dad hat selber in Kalifornien. Ja. Schmeiß weg den Haupt. Ja. Ach, er ist das. Ich liebe diese Stadt mehr als alles andere. Das war.
Schmeiß weg den California und fährt mit Williams auf dem Roller weg. Es geht nicht geiler als Dortmund. I love it. Tschüss. Meine auch ist so, Kollege. Can break your fucking neck, boy. Eine Citroën. Wir würden euch gerne eine GoPro-Aufnahme zeigen. Leider haben was wir... Was war denn damit? Was war ich mit der GoPro? GoPro ist abgefahren. Ich zieh mir die einfach alle selber rein. Guck mal. Ich muss den erst anlecken. Dann rutscht der besser. Ne? Schleid doch mal raus. Das ist eklig. Wir haben eine neue Außenkamera, somit können wir die Abgasanlage wie es auch wieder ein bisschen besser zeigen. Wir haben uns mal das hier Ding geholt hier. Hero, wie heißt das? Hero Session? Ja. Hero 4 Session? Hi. Der Kamera hat sich gerade verabschiedet. Hoffentlich berät da nicht gleich jemand drüber. Halt die Fresse. Allerdings sind da schon andere Fahrzeuge, glaube ich, schon drüber gebraten. LA 7W, Lack. Vom Golf. Den hatte ich auch. Mach doch mal Fenster runter. Alter, da sitzt ein Mädel in einem Golf und Nobby hat nichts Besseres zu tun, als die Lacknummer zu sagen, Alter. Deine Lacknummer ist LH wie? LA 7W. Er mag deine Farbe von deinem Lack. Wenn du auf Komfort fährst mit den 21 Zoll Felgen, Blitzer. Haben die uns das geblitzt? Ja. Wenn du auf Komfort fährst mit den 21 Zoll Felgen. Wir wurden geblitzt. Deutsche Ingenieurskunst. Guck mal, ein Ghetto-Glückshase. Das bringt Glück. Komm mit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, ja, dass Sie da sind. Sehr angenehm. Ich finde das sehr gut, dass Sie da sind. Eine Traumlieferung dabei? I found a very important tool here. Yeah. Exactly. I mean, you need it every day. Exactly. If you really fuck up and you need to fix something, you just tools. Take it. These are the two tools right here. This one's when it's too late. Exactly. And this is the one, the warning. Yeah. This is the warning. Yeah, that's the way you do it. Could be a little bit bigger, but the rest is fine. You want some ice cream, maybe? Ice cream. I actually consider myself the dick queen. Got a badass bitch just bouncing on my dick, bouncing on my dick, bouncing on my dick. Alter, du kannst doch nicht mehr fahren, film den mal. Jetzt ist einfach so. So. Digga, Alter. Ich schon Bums. Ey, ich finde Autos geil. Und dann hat er noch einen oben drauf gehauen. Ja, wie so ein Diesel halt so klingt. Ja, wie so ein Diesel halt so klingt. Hey, noch eine Nordschleife. Did you ever do auf Nordschleife before? Ja, ja. Der würde ich ja gerne mal die Pfanne im Keller hauen. Scheiße, Nobby! It's 69 on the hood, which is what I'm into. Nasty. Nasty, motherfucker. Nasty. Das ist nur für dich, du Sack. Bitte darum. Das Rahmen. Oh, das Rahmen. Das Rahmen. Herr Jonas hat gerade das erste Mal einen Zeppelin gesehen in seinem Leben. Ja, ne, ich weiß nicht, aber... Hast du doch gerade noch gesagt? Auf jeden Fall. Sag mal, GTA schon, aber... oh. Ah! Das hat aber auch gebumst, Alter. 130! 140! So, willst du noch was sagen? So. So.
Was fällt dir auf? Dass Feuchtigkeit entsteht. Das ist Feuchtigkeit. Es ist ein Wasserbasislack. Laber keine Scheiße, das kommt aus dem Lack raus? Und beim Polieren drückt das Wasser durch den Klarlack. Du verarschst mich. Richtig. Hier, Käppi auf, Schwarzmotter BMW. Ist er schon in seinem Auto? Ja, ne? Ja. Gut. Ja. Alles Aua. 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 Siehst du das? Die armen Alcantaras. Die müssen ihr Leben lassen, quasi, die Alcantara-Tiere. Entschuldigung, wie finden Sie die Farbe? Nicht gut. Da hat sie recht. Komm ins Fernsehen. Vielleicht! Hallo, willkommen bei McDonald's. Einmal Bestellung bitte. Hallo, eine Cola Light. Ein Sprite. Weil, wenn er nämlich noch nicht warm ist, dann wie es bei modern aus ist, macht doch kein Rümpelpümpel. Der macht noch kein Rümpelp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 elp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 
It's all fake news. Ihr habt nicht die Nachrichten gesehen, ne? Ich bin Trump. It's all fake news. Jetzt komm, jetzt habe ich rausgesucht. Weil was geil ist, dass die Leute dann nämlich einen gechippten M4 vergleichen mit dem serienmäßigen C63. Super klug. Das sollte man immer machen. Aber. Das sollte man auf jeden Fall machen, ja. Damit es auch fair bleibt. Nein, auf jeden Fall, ein serienmäßiger M4 fährt 9,7, oder sind wir gemessen mit dem handgeschalteten, 9,7 100-200. Und wir sind mit dem serienmäßigen 1060 9,1 Sekunden gefahren. Daraus erkenne ich, dass der M4 schneller ist. Oder was? Nein! Der ist 0,6 Sekunden langsamer. Scheiße. Hier, guck mal, unser Supermodel. Yeah! Der nächste. Oh, da kommt das nächste Supermodel. Einer schöner als der andere. Das ist ja geil, ist das ja. Oh. Ja, deshalb ist es. Hübscher Mann. Hallo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Oh. Was machen Sie? Ich bringe das jetzt in Herrn Spaghetti und Cello. Ehrlich? Ja. Geil. Ja. Man kann gar nicht denken, dass man hier arbeitet eigentlich. Das sieht alles aus wie wieder. Guck mal, wer da reinkommt. Komm mal her, mein Schokohase, komm mal ran. Komm her. Er kennt sich schon mal, unser Baby White kennt sich schon mal nicht mit. Was ist das hier? Genau. 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 Weißt du, was es ist? Kolben, oder? Wow! Jetzt kommt der Spaghetti auch noch rein. Spaghetti, was willst du denn jetzt hier? Ach, einfach mal durchlaufen. Weißt du, was man merkt gerade? Das ist mal lustig, wenn wir die freitags machen, die hier. Oder? Gegen 18 Uhr. Bin doch jetzt hier mittendrin. 17:59 Uhr, dann ist hier immer Rennen. Ich könnte schon wieder ausrasten. Der Spaghetti, der kommt hier rein, ich bin, schreib nicht mehr, dann legt er mir das hier hin. Ich könnte schon wieder. Gleich kippt die Stimme, Ich könnte schon wieder. Boah. Mano! Jetzt alles wieder cool. Danke, dass du es mir hingelegt hast. Du bist da! Guck mal, die Hälfte. Meinst du da bitte? Herr Pintaric, kommen Sie doch mal her. Ah, da ist er. Der übrigens war da mit dem Finger. Hier, der Herr hat den Finger von dem Herrn Kubik zersmashed. Den hier? Wird dir immer noch ganz schlecht, wenn du das siehst? Ja, ich krieg Bauchschmerzen. Ey. Warte. Oh, ich will mal die Leute ein bisschen teilhaben lassen an deiner Welt. Wie oft hast du dein Auto schon foliert? Ich bin am überlegen, das dieses Jahr eventuell einmal folieren zu lassen. Das ist wenig. Ja. Wie oft hat dieses Auto schon eine Folie bekommen? Oh, ich glaube 7 Mal. Das kann man so machen. Aber gefühlt 20. Und Felgen? Ha! Jetzt habe ich dich. Jetzt kommt's. Nee, was denkst du? Wie viele Radsätze hat das Auto schon gesehen? Ich habe irgendwann bei 50, glaube ich, aufgehört zu zählen. Sag mal. Andere aber auch Nobby, weißt du, Nobby ist der nächste Mal streite. Nobby ist so hinter der Kamera so. Du bist gut. Norbert, guter Junge. Peter, Mann. Oliver. 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 Weil du nicht mehr normal bist. Den haben wir nicht alle diese Wünsche in uns, diese Wünsche mal zu gucken, wie sein Motor reagiert, wenn man ohne Motoröl fährt? Ja, diesen Wunsch haben wir und ich ganz besonders. Vor allen Dingen wollen wir auch rausfinden, wie es sich so anfühlt, wenn man bei voller Fahrt in den Rückwärtsgang schaltet. Ja. Diese Sachen werden wir rausfinden mit diesem wunderschönen KFZ. Bereit? Das ist mein McCulloch Aufsitzrasenmäher.
Mehr geht nicht. Der Krämer hat sich richtig was gegönnt. Betriebsanleitung für zu Hause. Was ist eigentlich hier drin? Einmal im Leben braucht ein Mann sowas. Für Liberty Kit hier. Alter, wie viel Hektar kannst du mit dem mähen? Ich hab auch einen Schlüssel. Keyless Go auch, oder? Kids and Moors don't mix. Muss ich denn eigentlich einfahren, Manni? Das sollte ich mir in der Anleitung vorher durchlesen. 1000 Kilometer. Ich befreie dich mal eben, wir machen gleich weiter. So, bis gleich, tschüss. Also 3, 2, 1, 3, zusammen von der Fast and Furious Premiere in Berlin. Hier sind wir jetzt direkt auf dem roten Teppich und bei RaceChip. RaceChip hat hier einen McLaren 570S. Schaut ihn euch an. Der war geil. Pump it up, you came to get it drunk with a dame, I'm sitting drunk, you came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that thing can get it on. Plank to fit it on, came to get it on. Hold up, you wanna work that, twerk that. Let me in, let me hurt that, murk that. Say you gotta hurt back. So, jetzt haben wir irgendwie so was Kleineres. Warum stehe ich jetzt eigentlich so? Das ist eigentlich nicht erlaubt. Warum müssen wir nicht anders los? Hm? Reifen muss weg, ne? Genau. Reifen muss runter, ne? Deswegen. Ja, ja. Jetzt stehen sie schon wieder alle. Genau, guck mal, die ganzen feinen Muschis hier. Soll Boiler machen? Oder? Will ich rausgehen vorher? Nein. Dann mach ich ein bisschen von innen. Guck mal, der Reinbach steht schon so. Herr Krämer, könnten Sie? Weiß ja, die kommen nicht runter, wenn da gleich noch Profil drauf ist. Deswegen, ne? Ich kümmere mich ja eben. Sehr gut. Problem ist nur, der Wagen ist zu kalt. Wir müssen noch eben eine Runde fahren. Eieiei! Ohoho! Wir müssen noch mal eben draußen gucken, ob es besser ist. Oh, guck mal! Bisschen besser, oder? Ja. Hi, Jonas! Ja, ist gut! Ich seh dich nicht! Nee, können wir machen. Ist weg. Weg. Ist weg, wir dürfen. Jetzt haben wir auch einen Grund, die neuen Felgen drauf zu machen, weil die Reifen sind jetzt auch runter. Endlich. Er fährt! Er fährt noch! alles gut, er fährt! Machen sich alle Sorgen, weißt du? Brauchen sie gar nicht. Ich muss gerade irgendwie denken, meiner ist auch so Kollege. Warum? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich sage, ich fahre ohne Öl gerade hier, sagt er, meine ist auch so, Kollege. Meine auch ist so, Kollege. So break your fucking neck, boy. Guck mal, ey. Ist das ein Gott sei ohne Öl? Aber geil, ne? Das ist richtig geil. Mach nur nicht so viel, sonst muss ich gleich ein Handtuch holen. Fühlt sich das viel an? Das war viel. Ja, das fühlte sich viel an. Ehrlich, war auch ein bisschen viel. Aber du siehst jetzt sehr erfrischt aus. Ja? Ja. Glaube ich. Hallo, guten Tag. Mein Kopf ist nass. Ja, siehst du das? Ja, warte. Da ungefähr so. Soll ich dir zeigen, wo? Ja, zeig mal. Ich glaube, ungefähr so hier. Ja. Und mein T-Shirt auch. Ja, ja. Ungefähr so hier. Ja. Sieht aus, als hätte ich ein bisschen geschwitzt an. Ja, ein bisschen. Ah, ich habe gerade Sport gemacht hier, ne? Mit dem Revi habe ich ein bisschen abgezappelt. Ja, jetzt ist die Rübe nass und der Rücken auch. Warte, ich sehe schon wieder. Ich habe geschwitzt am Rücken, guck mal. Ja, also beim Kacken so viel drückst. Ja, Wahnsinn. Ey, I got a Glock in my mouth. Meine Augen sind so.
drauf. Life's short, stunted. Oh, da vorne sehe ich was. Da ist das originale SUV-Auto von Frank Bieler. Der ist noch tiefer als meiner, ne? Das geht ja nicht. Das ist mein Auto! Das ist mein Auto! Der ist ja noch tiefer als meiner. Wie geil ist denn die Nummer bitte? Los geht's. Irgendwas ist hier komisch. Der läuft doch, glaube ich, ein bisschen richtiger, ne? Ist nicht mehr so. It was at this moment that he knew. He fucked up. Scheiße. Komm, ey. Die kennen wir auch wieder. Glaublos. Wir stehen gerade, ja. Es ist 8.18 Uhr morgens. Da hinten ist ein Chinese, der bei seinem Honda das Dach spachtelt. Aber guck dir mal an, bitte, wie großflächig. Guck mal bitte. Was in der Ruhe? Das Ganze. Schau mal an, wir versuchen das mal zu filmen. Das muss ich euch zeigen. Morning, excuse me. Hi. Hi. Very nice work. Oh, thank you. Why so much material, man? Hey. I put on too much, so. but it's a nice curve. It's not the bear. No, the problem, I put on too much material because in the beginning I was messing up. Okay. But I decided it's too much work to grind it down. But it's a lot of weight too. Yeah, but it's okay. Okay. A little more gas. But I'm just gonna work on making the contour smooth. All right, and keep it up, man. Say you put on too much, yeah, I put on too much. Keep it up. Okay. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Frage, warum macht er das? Alter. Warum spachtelt er das überhaupt? Wir sprechen. Boah, riechst du das? Dieses. Alter, das hat wie eine GFK-Fabrik gerochen, das Ding, Alter. Hast du das gesehen? Ja, Mann. Hast du das gesehen? Das war richtig viel. Der hat sich mal eben 70 Kilo aufs Dach geschnallt. Ja, das war ein bisschen viel. Aber hier riecht es auch die ganze Zeit danach. I put on a little too much. Ach, Digga. Merkst du gar nicht. Ja, kein Problem. Soll man in Deutschland GFK-Schleuder sagen, ey. Ganz ehrlich, der legt seinen Wagen sogar so tiefer. Ja klar, stimmt. Ne? Aber das fühlt sich nicht nach Stoff an. Nein, ne? Das ist, glaube ich, Kunststoff. Ich glaube auch. Ne? Jo, da sind so Poren, siehst du? Ja. Das hat man gemacht, weil damals haben die Leute so viel geraucht, dass man schön mit dem Kercher drüber gehen konnte. Das der Farmekauer. Habe ich den Leuten eigentlich gesagt, dass du einen Diesel-Scirocco fährst? Hast du den Leuten gesagt, wie viele Kilometer ich am Tag fahre? Nein. Ja? Wie viel? 100. Für mich? Nein. Oh. Ist ja okay. Der Schrauben runter. Ist okay. Ja. Wir schrauben die 5 mm runter. Guten Tag, Herr Hochhaus.
Ich hab ja gehofft, dass uns ein Bläuler anguckt. Ist aber nicht so. You're looking at the Grand Wizard, Warlord. Core so vicious, and I don't have to show riches to pull up, pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about